Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen und die erste Antwort ohne Frage, wie heißt das Visual Style, Human oder Human auf DeviantArt.com für Windows XP, für diejenigen, denen das gefällt. Die erste richtige Frage kommt von Mr. Cappuccino, er fragt an, wie wir unsere Firefox-Tabs nach oben verlegt haben. Wir haben dazu ein entsprechendes Video gemacht, Firefox 4.0 Mockup finden Sie auf der in der Most Wanted Liste auf unserem Semper-Video-Channel auf YouTube. Und der zweite Punkt ist, er fragt an, ob das Ganze auch ohne das Strata-Buddy funktioniert. Und nein, wir haben es nicht ohne das Strata-Buddy-Add-on hinbekommen. Wir haben da jetzt allerdings auch kein großes Problem dabei, das zu benutzen. Wenn man schon Strata 4.0 einbindet, dann kann man auch noch das Strata-Buddy mitpacken. Jetzt ist allerdings gestern über die Nachrichten gekommen, dass die neueste Entwicklerversion vom Firefox.next dieses Feature ebenfalls schon eingebaut haben soll. Das heißt, Sie müssten da in den entsprechenden Entwicklerkanälen nachschauen. Wir haben es selbst nicht nachgesehen, wir haben halt nur über die Screenshots das entsprechend mitbekommen. Nächste Frage, User 007 Hanswurst. Er wollte versuchen, seinen Intel Core 2 Duo E6300 hochzutakten. Das dürfte im Großen und Ganzen nicht funktionieren. Das Einzige, was man hochtakten kann, ist eventuell der Boosttakt vom Motherboard. Davon würde ich allerdings im Grunde abraten. Das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, die 10% oder 5% daraus zu holen. Wahrscheinlich bezahlen Sie das am Ende mit einem instabilen System. Deswegen, die Intels lassen sich eher schlecht hochtakten. Dann schon die AMDs, die haben, wenn ich das richtig verfolgt habe in den Nachrichten, vor kurzem irgendeine Serie rausgebracht, die sich explizit hochtakten lässt. Wo man also einfach sagt, ich kaufe mir den Prozessor, muss dann aber noch eine Wasserkühlung dabei packen, damit das Ding immer ordentlich kühl bleibt und dann kann ich allerdings den Takt selbst hochtreiben, wie ich will. Das haben die natürlich nur aus verkaufstechnischen Gründen gemacht. Ansonsten wollte ich mal fragen, wenn es nicht geht, wie schaut es aus, wie ist die Qualität eines Intel Core 2 Quad Q8400? Können wir auch nicht zu sagen, wir kennen den jetzt so nicht, wir haben ihn also hier nicht im Einsatz, sodass wir damit zufrieden oder unzufrieden sein könnten. Ansonsten die einfachen Benchmark-Websites mal konsultieren, wobei solche Tests nur immer beschränkt aussagefähig sind. Wichtig ist, je nachdem, was Sie natürlich überhaupt damit machen wollen, dass das Zusammenspiel mit Grafikkarte und Prozessor. Sie können beim Prozessor eventuell ein bisschen Geld sparen, Sie müssen da nicht das Topmodell haben. Es soll jetzt nicht heißen, dass das hier das Topmodell ist, was Sie da ausgesucht haben, aber eventuell kann man da ein bisschen sparen und ein bisschen mehr in die Grafikkarte reinpacken, je nachdem eben wiederum, was Sie damit machen wollen. Wenn Sie zum Beispiel spielen wollen, ist das eine ganz wichtige Sache. Nochmal User 007 Hanswurst 1. Er hat 2 GB RAM drin, Windows 7, er wollte eventuell 4 GB reinsetzen, ob das mehr Leistung bringt. Das hängt ebenfalls wieder davon ab, A, haben Sie Windows 7 64-Bit und B, wie sind Ihre Nutzungsgewohnheiten? Wenn Sie immer sehr viele Anwendungen offen haben, dann dürfte das durchaus was bringen. Wenn Sie immer nur eine Anwendung offen haben, dann ist wahrscheinlich der Effekt nicht ganz so groß. Mr. Green 412. Er wollte mal fragen, ob man bei Vista den Bootscreen austauschen kann wie bei Ubuntu. Soweit ich weiß, ist das nicht möglich, bin mir aber nicht ganz sicher jetzt ehrlich gesagt. Ich glaube, bei Windows 7 ist es auf keinen Fall möglich. Wir haben kein Video dazu gemacht. Nee, ist mir jetzt auf die Schnelle nicht geläufig. Muss ich erstmal selber nachschauen, sorry. Ich weiß nur, bei 7 ging es nicht. User MW fragt an, wie man die YouTube-Sperre umgehen kann. Das kommt jetzt immer darauf an, von wo aus das Video gesperrt ist. Aber wenn die Videosperre so aufgebaut ist, dass man das Bild halt oder das Video in den USA schauen kann, dann gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen. Dazu haben wir schon einige Videos online gestellt. Sony Vegas 9 Gamer. Ich wollte mal fragen, wie ihr eure Website gemacht habt, mit welchem Programm. Wir benutzen auf unserem Blog die WordPress-Software. Ist kostenlos. WordPress.com oder WordPress.org. Nächste Frage. User GenoX4 oder GenoX4. Er hat mehrere Fragen. Die erste Frage ist, wie ändert man das Design von Google Chrome? Das hat sich inzwischen erledigt. Das Video ist gestern dazu online gegangen. Wie schützt man sich davor, dass Google Chrome Benutzerdaten an Google Inc. verschickt und so weiter? Er bezieht sich hier unter anderem wohl auf diese Unique ID. Diese Unique ID, die ist seit dem Google Chrome Browser 4.1 abgeschafft. Deswegen haben wir den seitdem auch in der Benutzung. Wobei wir jetzt innerhalb unserer virtuellen Maschine sowieso nicht so viele Probleme damit hätten.
aber ist eher eine grundsätzliche Geschichte. Also das Problem ist damit erledigt. Ansonsten werden natürlich immer noch einige Informationen an Google verschickt. Das hat aber jetzt nichts mehr eben mit dem Google Chrome Browser zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass wenn man die entsprechenden Google-Dienste nutzt. Genauso, wenn ich mit dem Internet Explorer als Standardsuchmaschine Bing.com eingerichtet habe, diese ganze Suggest-Funktion, die basiert darauf, dass ich halt dauernd irgendwelche Daten an meine Suchmaschine schicke. Also das ist davon ja unberührt. Wie man eine Erweiterung für Wikipedia benutzt, das werden wir uns mal anschauen. Ansonsten, wir haben schon einige Erweiterungen oder Add-ons im Google Chrome Browser installiert. Da ist nicht so viel Unterschied drin. Deswegen, wir schauen uns mal an. Ansonsten ist das Video eigentlich schon da. Dann eine coole Erweiterung, Cool iOS, haben wir schon vorgestellt vor einiger Zeit für den Firefox Webbrowser. Und das war es dann auch, glaube ich, schon. Nächste Frage, Semper-Fan 100. Ich wollte mal fragen, wo man die Semper-Video-Wallpaper herbekommen kann. Die sind seit Ewigkeiten auf der To-Do-Liste und sollen mal als Download zur Verfügung gestellt werden. Unser Server ist aber zurzeit ein bisschen langsam unterwegs, deswegen wollten wir den nicht unnötig strapazieren. Außerdem sind wir zurzeit noch mit einigen anderen Firmen in Verbindung bezüglich Sponsoring und deren Logos müssen dann auch noch da drauf und deswegen warten wir da mal ab, bis die Phase abgeschlossen ist. Owned, haha, 123, fragt an, Abzocker abzocken. Da ich kein Twitter benutze, schicke ich Ihnen eine Abzocker-Webseite. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Nein, das macht keine Umstände, das nicht. Allerdings, das ist nicht das, was wir brauchten, beziehungsweise worum es in dem Video ging, sondern bei uns ging es ja eigentlich nur darum, man müsste eine Webseite haben, auf der die Werbung dahin zeigt. Das hier ist ein Link direkt auf die Abzocker-Seite. Da, sage ich jetzt mal, wird nicht mehr der Zweck erfüllt, der im entsprechenden Video angesprochen wurde. Nochmal, und haha, 123. Wird irgendwann das Bild des Sprechers zu sehen sein? Ja, die Kollegen haben wohl mal in Umlauf gesetzt, dass das Bild bei 10.000 Abonnenten zu sehen sein wird. Man darf gespannt sein, sage ich jetzt mal. Ich habe in anderen Videos schon mal meine Meinung dazu kundgetan, deswegen, man darf gespannt sein. Machen Sie sich jetzt da allerdings mal nicht zu viele Hoffnungen, denn ich würde mal sagen, auf einer Schönheitsskala von George Clooney bis Brad Pitt bin ich laut einhelliger Meinung eher so im Bereich von Amy Winehouse angesiedelt und zwar vor ihrer Geschlechtsumwandlung, aber nach ihrer vierten Entziehungskur. Deswegen nicht, dass da nachher der ein oder andere geschockt ist. Der Vollidi fragt uns nochmal zwei Fragen. Erste Frage, wo habt ihr euer Büro? Ist ein Ort 20 Kilometer nördlich von Köln. Zweite Frage, er hat jetzt die Dateien gepatcht, um einen Visual Style zu installieren. Und er kommt allerdings wohl nicht so richtig zu Potte. Am Ende ist das Ganze einfach nur schwarz mit einem schwarzen Hintergrund. Das ist Vista Home Premium, ist das korrekt? Dazu haben wir noch kein Video erstellt. Wir wissen nur, dass es grundsätzlich das gleiche ist, denn wir haben es auf einem unserer Laptops, da haben wir es, glaube ich, genauso durchgeführt. Es kommt halt immer darauf an, die richtige Kombination. Also auch das Visual Style, das Sie benutzen, muss für Vista angefertigt worden sein. Also auf DeviantArt steht dann immer dabei, für welches Windows das entsprechende Visual Style ist. Und da muss man halt aufpassen. Aber dadurch, dass seit Windows Vista sowieso alles im Grunde durchsichtig ist, macht es da halt nicht ganz so viel Sinn. Den Skin, den wir da installiert haben, ist auch nur ein Durchsichtigkeitsskin, der den einzigen Vorteil hat, dass wenn man ein Fenster maximiert, dann war das standardmäßig unter Windows Vista so, dass dieser dann schwarz ist, dieser Balken, was völlig hirnrissig ist. So, und dieser Patch hat das dann dahingehend behoben, dass das dann auch im Vollbildmodus eben nicht schwarz ist, sondern eben auch durchsichtig. Aber im Grunde ist da alles durchsichtig, deswegen macht es meiner Meinung nach nicht ganz so viel Sinn, das Ganze unter Vista zu machen. Es sei denn natürlich, man benutzt diese klassische Sicht ohne diesen Aero-Look. Das ist wieder was anderes. Nächste Frage. Segentech. Er fragt an bezüglich Visual Basic Quelltext auslesen. Dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Das letzte Mal war es, glaube ich, in dem Video externe IP mit einem Programm feststellen. Da haben wir nämlich auch eine Webseite, ich glaube von dünndns.com ausgelesen.
Das wäre dasselbe Prinzip. Denk richtig, fragt an Mobile Drive Secure 500 GB. Ob wir die Festplatte Freecom empfehlen würden, eine Entschlüsselung der Daten mittels RFID, ob das sicher ist, als wenn ich meine externe Platte mit TrueCrypt verschlüssele. Ich glaube, da liegt irgendein kleines Verständnisproblem vor, denn eine Verschlüsselung mittels RFID ist im Grunde ein kleiner Radiosender. Also es ist natürlich ein Chip, das ist schon klar, aber der sendet auf Anforderungen bestimmte Daten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zur Verschlüsselung beitragen könnte. Deswegen, das müsste man vielleicht vorher nochmal klären. Toastbrot 27. Speichert Google Chrome Passwörter und andere Daten, also spioniert Chrome, weil ich sehe, dass du ihr Massen an Videos über Chrome macht. Google Chrome speichert natürlich Passwörter, aber jetzt die schickt er nicht unbedingt an Google. So wie alle anderen Webbrowser, Firefox, Opera und so weiter, Passwörter lokal speichern. Ansonsten, wenn man entsprechende Google-Dienste nutzt, zum Beispiel die Google-Suchmaschine, und man dort etwas sucht in dieser Suggest-Funktion, dass ich nur irgendeinen Begriff eingebe und Google fängt schon, sage ich jetzt mal, direkt an, entsprechende Vorschläge zu machen. Das basiert natürlich auf der Möglichkeit, dass die Daten, die ich da gerade eintippe, direkt an Google geschickt werden. Deswegen kommen ja dann auch die Vorschläge zurück. Das ist aber halt jetzt nicht nur bei Google, das ist auch bei Yahoo so und das ist auch bei Bing so. Damit müsste man theoretisch kein großes Problem haben, denn es ist ja völlig egal, ob ich jetzt, wenn ich das Semper-Video eingebe oder das Semper-Video, wenn ich jetzt so bis Semper gekommen bin und da kommt der Vorschlag Semper Video oder ob ich das Ganze am Ende noch zu Ende tippe und dann abschicke. Google weiß am Ende sowieso, wo ich hin wollte. Deswegen, also der Google Chrome Browser seit der Version 4.1 hat in Bezug auf seine Spy-Funktionen, die wir in unseren entsprechenden Videos, als das Ding erschienen ist, thematisiert haben, da hat er ein bisschen abgebaut. Deswegen nutzen wir ihn jetzt hier zum Teil auch. Maxle 3388 hat ein Problem mit unserem SV Remote Tool. Einer von vielen, der immer hier dasselbe Problem hat. Vielleicht melden die sich nochmal, falls sie das hier überhaupt noch mitverfolgen, ob die Probleme denn behoben wurden. Wir haben da schon mehrmals drauf geantwortet und wir haben da nie wieder eine zweite Antwort drauf bekommen. Deswegen kann es sein, dass es funktioniert hat oder es kann sein, dass die Leute einfach frustriert waren und gesagt, nee, bringt uns auch nichts. Wir denken derzeit darüber nach, wir stellen das demnächst mal online, wird dann hier in einem Responso-Video ganz kurz die URL eingeblendet. Dann können Sie sich den Quellcode da mal runterladen. Scheinbar gibt es da an dieser einen Position Schwierigkeiten. Gord Laurenzo. Lange Geschichte, kurzer Sinn, ist im Grunde, er hat ein System mit Windows XP Professional sich aufsetzen lassen von einem EDV-Spezialisten. Er hat aber wohl keine Datenträger-CD von diesem Spezialisten bekommen. Das heißt, er kann das Betriebssystem so nicht neu installieren. Was der Experte wohl sagte, war, er sollte sich ein Image anlegen, um eben den entsprechenden Auslieferungszustand wiederherstellen zu können. Wenn ich das hier so richtig durchlese, ist das nicht gemacht worden. Sie fragen am Ende, ich möchte alle Daten, die vielleicht Viren enthalten, von meiner internen Festplatte runterwerfen. Dabei darf aber das Betriebssystem nicht verloren gehen, da ich keine CD zur Neuinstallation habe. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Nein, wenn Sie da wirklich Viren drauf haben und Sie die reinigen, dann kann es gut sein, dass das System das am Ende nicht überlebt. Deswegen, da bräuchten Sie die Daten. Dieses Image, was der Kollege da, sage ich jetzt mal, empfohlen hatte, das bezog sich natürlich darauf, dass wenn das System neu ist, dass Sie dann eine Art Foto Abdruck von dem Rechner machen. Eben das Ganze mit einer Backup-Software sichern, auf einem Datenträger auslagern, zum Beispiel auf einem USB-Stick oder eben auf DVD-Rohlingen und diese dann im Notfall wieder zurückspielen können. Dadurch, dass sie das allerdings offenbar nicht gemacht haben, ist die Möglichkeit natürlich jetzt auch nicht vorhanden. Die Frage ist, wenn sie dann nie einen Datenträger haben, haben sie da überhaupt eine richtig lizenzierte Version? Denn das müssten Sie eventuell mal wirklich prüfen. Denn wenn Sie eine haben, dann könnten Sie immer noch bei Microsoft anrufen und sich für 10 Euro einen Datenträger schicken lassen. Ja, das würde ich dann eventuell mal versuchen. Ansonsten sieht es da echt nicht gut aus. Vor allen Dingen, wenn es keine lizenzierte Version ist.
Nächste Frage. User Demon070495 hat mal eine Frage. Wie kann ich auf mein Netbook mit Windows 7 auf XP ändern? Habe den Netbook Asus EPC 1005. Gut. Grundsätzlich, Sie brauchen dazu den XP-Datenträger und können den installieren und müssen dabei einfach Windows 7 formatieren. Das ist jetzt nicht so ganz das Thema. Ich würde mich allerdings erstmal darüber schlau machen, ob dieses Netbook Windows XP überhaupt unterstützt. Das könnte nämlich sein, dass wenn das jetzt hier schon die fünfte Generation von diesem Asus EPC Netbook ist, dass diese aus irgendeinem Grund nur noch Windows 7 unterstützt, dass sie dann eventuell die Soundkarte nicht benutzen können. Das müssten Sie erstmal prüfen. Ansonsten die Installation natürlich wie bei allem anderen auch. Den Namen kann ich nicht aussprechen. HRLSL111. Ich habe eine Frage zum Windows 7 Upgrade. Und zwar, ich möchte gerne Windows XP Professional in Windows 7 upgraden. Ich habe nur ein Problem, ich habe Windows 7 auf Englisch, aber XP ist auf Deutsch. Und wenn ich versuche, auf Upgrade zu klicken, steht da jedes Mal, das würde nicht gehen wegen der Sprache. Ich wollte nur wissen, ob das Upgrade irgendwie trotzdem ausgeführt werden kann, ohne dass die Fehlermeldung erscheint. Ich habe keinen Bock auf neu installieren. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Folgendes könnte man mal versuchen, wobei ich natürlich nicht sicher bin, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir haben ein Video online gestellt, bei dem man sich eine 90-Tage-Testversion von Windows 7 Enterprise Edition von Microsoft auf den eigenen Datenträger holen kann, daraus eine DVD am Ende machen. Und wir haben in dem anderen Video gezeigt, wie man diese Enterprise Edition so freischalten kann, dass man von dort aus alle Windows 7 Versionen installieren könnte. Das bringt einem natürlich rein gar nichts, deswegen haben wir das Video überhaupt nur online gestellt, wenn man dazu nicht den entsprechenden Schlüssel hat. Denn ich kann dann zwar theoretisch die Starter Edition und die Premium Edition und die Ultimate Edition installieren, aber am Ende fragt Windows 7 ja nach dem Schlüssel. Und wenn ich den nicht habe, dann habe ich quasi das Teil nur für 10 Tage. Danach schaltet es sich ja ab. Das heißt, wenn Sie also eine Upgrade-Lizenz haben, könnten Sie versuchen, dass, ich sage es mal, wenn das eine Upgrade-Lizenz für Home Premium ist, dann könnten Sie dieses Prinzip versuchen, auf Home Premium dann zu installieren, in der Hoffnung, dass das dann überhaupt geht mit dem Upgrade und dann eben nachher ganz normal den Schlüssel eingeben, den Sie ja offenbar haben. Das könnte funktionieren. So kommen Sie auf jeden Fall auf einen Datenträger dran, der eventuell nicht Upgrade-Datenträger ist. Kann aber auch sein, dass das Ganze nicht funktioniert, dass dann nachher am Ende, nachdem Sie das Ganze erfolgreich installiert haben, der Schlüssel von Ihnen nicht anerkannt wird. Das sind natürlich alles so Sachen, die konnten wir nicht nachvollziehen in dem Test. Und vorher natürlich auf jeden Fall Ihre eigenen Daten sichern. Mr. German Tutorial. Ich wollte mal fragen, wie man den Header im YouTube-Channel reinmachen kann. Das ist ein Partner-Feature. Das werden Sie nur können, wenn Sie Partner von YouTube sind. Jacuzzi 1. Ich wollte mein Start-Button-Icon ändern. Ich habe es mit dem Resource-Hacker versucht. Und ich starte Command, mache Copy, wo ich die Icons habe und so weiter und so fort. Wir haben ein Video dazu gemacht, finden Sie allerdings nur auf sempervideo.de, weil, soweit ich weiß, ist das Video mit dem Resource-Hacker von unserem Gastproduzenten Quoxer gemacht worden. Da eventuell mal nachschauen. Es geht jetzt hier nicht daraus hervor, dass Sie es gesehen haben. Deswegen das erstmal prüfen. Mr. Dokandi. YouTube hatten vor ein paar Tagen das Design geändert. Kann man das irgendwie wieder zurückstellen? Nein, das wird man wohl nicht rückstellen können, obwohl wir immer noch von ein oder anderen die E-Mail bekommen, dass sie noch das alte Design haben. Warum YouTube das Ganze immer wieder umstellt? Gut, YouTube ist da in einem konstanten Veränderungsprozess. Die wandeln sich zumindest meiner Meinung nach immer mehr zu einem Social Network, weil das ist das Einzige, was ihnen noch gefährlich werden kann. Und ja, deswegen, da kommen immer mehr neue Feature, unsere Einstellung dazu. Wir finden es gar nicht so schlecht, aber gut, es gibt Wichtigeres als das Design. Deswegen, wir regen uns da jetzt nicht so sehr drüber auf. Es gibt einige Sachen, die sind wirklich gut gewesen bei der Änderung und andere Sachen, ja, gut, man müsste noch was weiter verfeinern. Aber immer schön Feedback liefern. Wir haben das in anderen Videos schon gesagt. Wir haben auch mal auf dem YouTube Hilfe
Video darauf hingewiesen, dass es da einen Blog gibt von YouTube. Da können sie auch Feedback liefern, sodass man theoretisch davon ausgehen könnte, dass man mit kommenden Änderungen eventuell wieder ein paar alte Sachen zurückholen kann. Aber zumindest das jetzt zum Beispiel mit den Sternen, das nervt nicht wirklich, finde ich. Es ist sehr nervig, dass man da dauernd immer draufklicken muss, um zu sehen, wie die anderen bewertet haben. Das Norwin fragt an, Prozess AVK-Link32.exe. Er frisst bei ihm 222 Megabyte. Allerdings kommt da keine richtige Frage bei rum. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, diese zu beantworten. Einfach mal bei Google danach suchen, da werden Sie da finden, dass das wahrscheinlich Ihr Antivirus-Programm ist, das dafür verantwortlich ist. Können Sie dann immer noch entscheiden, ob das in Ihrem Sinne ist. Der Don aus C. Ich habe folgende Frage. Soll man den Ordner Prefetch unter Windows wirklich löschen? Ein Freund meinte, ja, mach das bloß. Und ein anderer riet mir davon ab. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Sie schreiben jetzt leider nicht dabei, welche Windows-Version Sie nutzen. Allerdings die Prefetch-Funktion ist ja eigentlich nichts anderes als der Versuch von Windows, die Dateien, die Sie höchstwahrscheinlich nach dem Start starten werden, schon mal vorher an einer ganz bestimmten Stelle bereitzulegen, um dann nachher auf diese schneller zugreifen zu können. Deswegen ist das so ein Versuch von künstlicher Intelligenz. So, wenn Sie die Informationen komplett löschen, legt Windows diese Informationen wieder erneut an. Das heißt, nach dem Löschen kann es glatt sein, dass Sie ein bisschen langsamer unterwegs sind. So, das Ganze ist allerdings nicht beim ersten Mal direkt wieder erstellt, sondern das braucht ein paar Neustarts, weil Windows eben halt immer erst lernen muss, was machen Sie denn nach dem Neustart als erstes, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Explorer öffnen und so weiter und so fort. Deswegen die Funktion, wenn Sie das löschen, dann allenfalls nur in dem Zusammenhang, dass Sie auch die Prefetch-Funktion komplett abschalten. Denn ansonsten legt Windows das halt immer wieder neu an. Es gibt allerdings Unterschiede in den entsprechenden Versionen, je nachdem, welche Windows-Version Sie wiederum nutzen. Nächste Frage. User Lin4U hat ein VB-Net-Problem. Und zwar, er fragt an, wie man eine Internetseite downloaden könnte. Wichtig ist nur, dass er die Proxys vorher pingt, um sie zu checken. Ja, okay, aber weiß ich jetzt nicht so genau, worauf Sie da hinaus wollen. Denn klar, das könnte man natürlich machen. Sie schicken einen Ping an eine entsprechende Proxy-Liste und je nachdem, welches Feedback Sie bekommen, ob der Ping eben schneller zurückkommt, benutzen Sie dann den einen oder anderen Proxy. Das können Sie machen. Ansonsten, VB-Net-Programme nutzen immer die Internet-Einstellungen von Windows. Das heißt, wenn da ein Proxy definiert ist, dann wird der benutzt. Es sei denn natürlich, Sie spezifizieren in Ihrer Anwendung wieder explizit einen anderen Proxy. Weiß ich aber nicht, ob ich das machen würde. Ansonsten gibt die Frage nicht viel mehr her. Mercedes Boy Freak. Ich habe mal eine Frage, wie kann man über die Eingabeaufforderung Sachen löschen, weil ich habe einen Ordner, der sich nicht löschen lässt. Wir haben ein Video mal dazu gemacht unter dem Namen Unlocker. Einfach mal danach suchen. Sie müssen es nicht mit der Konsole machen, Sie können es auch mit diesem Tool machen. Mit der Konsole natürlich an die entsprechende Stelle auf der Festplatte navigieren und dann entweder, was war das, ein Verzeichnis? Ne, Sie haben einige Sachen. Ja, ein Verzeichnis wird gelöscht mit RD, Freizeichen, Verzeichnisname und eine Datei mit RM. Und dann. Oder mit Delete, geht auch. DEL für Delete. Also, ich würde es allerdings so nicht machen. Ich würde den Unlocker nehmen, wenn das da wirklich ein Problem ist. Benny Stadtkind. Der Rechner von seinem Vater ist ein Self-Build-Rechner. 2 GHz, 512 MB RAM und 40 GB. Ich habe ihm vor circa einer Woche Windows 7 Ultimate installiert und das funktioniert auch relativ problemlos. Allerdings kann dieses Windows 7 offenbar nicht selbstständig booten, sondern er fragt, wenn keine Installations-CD im Laufwerk ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das hört sich jetzt so an, als wenn die C-Platte, auf der Sie Windows 7 installiert hätten, nicht das erste Bootlaufwerk ist. Insoweit das mal in der Bootreihenfolge ändern.
Ob der Punkt bezüglich der gejumperten, ob die Festplatte als Slave gejumpert ist, ob das zieht, das kann man natürlich von hier aus schwer beurteilen. Wahrscheinlich, beziehungsweise seit einiger Zeit, werden die Festplatten, wenn man sie denn überhaupt noch jumpern muss, immer so gejumpert, dass die Position am entsprechenden Kabel, am entsprechenden ATA-Kabel, ausschlaggebend ist für die Position Master oder Slave. Eben Cable Select, so wird das dann ausgewählt. So, deswegen, ich denke mal nicht, wenn die da jetzt als Slave gejumpert ist, dass Windows dann auf diese draufspringen würde, um diese dann als C-Platte zu erkennen. Eigentlich hätten sie dann Windows installieren müssen auf einer C-Platte oder auf einer Festplatte, die Windows halt direkt erkennt, und die müsste dann aber eigentlich auch bootbar sein. Deswegen, also erstmal im BIOS nachschauen, ob sie die Platte anspringen können in der Bootreihenfolge. Eventuell ist auch nur das CD-Laufwerk, sage ich jetzt mal, in der Position davor gewesen. Und wenn der Bootdatenträger nicht drin ist und natürlich auch keine andere, dass dann automatisch auf die richtige C-Platte gesprungen worden wäre. Eventuell das auch mal probieren. Zweites Problem ist wohl, dass eine Grafikkarte zu heiß wird. Normalerweise soll sie wohl bei 80 Grad Celsius liegen und bei ihm ist wohl nach seinen Werten ungefähr 100 Grad Celsius. Das ist natürlich eine Menge. Sie haben die Grafikkarte auch schon mal rausgenommen und entstaubt, allerdings da war nicht viel zu holen. Wie löse ich das Überhitzungsproblem? Also ich schätze mal, bei den Temperaturen eigentlich nicht mehr. Sie können natürlich ein bisschen tweaken, indem Sie das Gehäuse abmachen. Dann kommt da ein bisschen mehr Luftzirkulation rein, dann ist die heiße Luft eventuell ein bisschen schneller weg. Ansonsten hört es sich so an, als wenn der Lüfter ausgefallen wäre auf der Grafikkarte. Sie allerdings den Lüfter wohl dringend brauchen. Deswegen, je nachdem wie alt das Teil ist, ich würde es wahrscheinlich versuchen umzutauschen. Also so heiß darf es nicht werden. Vor allen Dingen nicht auf einmal. Also wenn Sie ein schlecht zusammengetackertes System haben und es von vornherein heiß wird, okay, ist was anderes. Aber ansonsten, da würde ich mal versuchen, was über Rückabwicklung alles möglich ist. Nächste Frage, Userin Prema61, nochmal bezüglich ihrer Tools. So, sie hat uns hier in der zweiten E-Mail direkt eine URL geschickt. So, das machen wir jetzt mal live. So, so haben wir das gemacht. Firefox auf. Navigieren wir den da erstmal hin. Jo, verbinden, also auf die Homepage. Klick hier. Enter. Jo, alles legal. So, jetzt nehmen wir hier einfach dieses Dokument, ja. Prana Bhagavad Gita Volume 2. So, rechte Maustaste, natürlich Copyright interessiert nicht. Speichern unter. Das Ganze habe ich jetzt schon auf meiner Festplatte liegen. Wir haben das natürlich eben mal getestet, was wir jetzt hier gerade vorhaben zu zeigen. Ich glaube, es war auf meiner D-Platte. Da ist es. Prana Bhagavad Gita und so weiter. Also jetzt habe ich das Dokument. So, ich habe da aber auch keine großen Probleme mit. Ich kann das hier mit dem Adobe Reader 9.3 ganz normal öffnen. Und ich kann es hier auch ganz normal kopieren und ich kann es auch ganz normal, ne, ich kann es nur auswählen. Ah, das kann ich nicht. Das war es, was Sie meinen. Alt-C, schauen wir mal, können wir das hier einpasten. Ah, ne, okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht, aber interessiert auch nicht wirklich. So, was haben wir gemacht? Wir haben dieses PDF-Dokument. So, dann gehen wir zu unserer Standard-Suchmaschine, vorausgesetzt, das ist Google. Wir klicken auf Mehr, wir klicken auf Übersetzer. So, dann haben wir hier, laden Sie ein Dokument hoch, dann gehen wir auf Durchsuchen, dann laden wir unser PDF hoch, Übersetzen klicken, dauert natürlich einen Moment und schon wird das Ganze angezeigt. So, die Schrift ist jetzt hier ein bisschen überlagert, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das an dieser kleinen Auflösung liegt, die ich jetzt hier fahre. Hier müsste ich jetzt allerdings wieder in der Lage sein, das hier zu markieren. Steuerung C. So. Und jetzt kann ich hier pasten. Vorausgesetzt, das bringt Ihnen jetzt irgendwas. So, weil Deutsch ist ja jetzt theoretisch
Schon, also die übersetzten Bücher behaupten, dass eine fast wörtliche Übersetzung des Bengalischen. So, ob die Übersetzung natürlich jetzt akkurat ist, ist wieder eine andere Frage. Aber Sie könnten es theoretisch von hier aus exportieren. Sie könnten auch versuchen, die Einstellungen so zu machen, dass Sie vom Deutschen ins Englische übersetzen lassen. Dann greifen Sie ja nur den Text ab. Versuchen Sie das mal, ob das was bringt. Wenn es nichts bringt, melden Sie sich nochmal. Wir haben ein Video in der Warteschleife. Nennt sich PDF Toolkit. Ist ein super Tool. Macht alles mit PDFs. Wie gesagt, ist bei uns in der Warteschlange. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen. Dann würden wir dieses Tool mal darauf ansetzen. Mit dem kann man wirklich alles machen. Und wahrscheinlich auch genau das, was Sie hier brauchen. Es ist nur ein Kommandozeilentool. Deswegen wird es am Ende nicht so besonders beliebt sein. Aber es ist halt wirklich das Schweizer Messer in diesem Bezug. Deswegen checken Sie das mal, ob Ihnen das reicht. Letzte Frage, User Jesse 000-1992. Er fragt an, ob es stimmt, dass man zum Beispiel eine Intel CPU nur mit einer Nvidia Grafikkarte verbinden kann, um eine gescheite Leistung zu bekommen. Und AMD Prozessoren, die würden halt nur mit ATI ordentlich funktionieren. So, das entspricht nicht unserer Erfahrung. Also, ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, aber das ist Quatsch. Andere User, also die Zuschauer, die könnten das bestimmt bestätigen, eventuell mal bei Ihnen sagen, wer benutzt da draußen Intel und AMD oder Intel und ATI? Ich schätze mal, das ist also überhaupt kein Problem. Das kann man problemlos miteinander mixen. Der einzige Grund, warum ich persönlich jetzt Nvidia vorziehen würde, ist, deren Linux-Unterstützung ist besser. Jedenfalls war sie das vor ein paar Jahren, als ATI noch so ein bisschen langsam unterwegs war. Ich weiß jetzt nicht, was die in dem letzten Jahr alles geleistet haben, ob sie den Rückstand aufgeholt haben. Aber ansonsten, Sie können da ganz sicher eine ATI-Grafikkarte mit jedem Intel benutzen. Also überhaupt kein Thema. Hat Ihnen einer Blödsinn erzählt. Okay,